Hallo und willkommen zurück zu Outbreak Island Pendulum. Wir nennen es einfach Outbreak Island, okay? Und ja, die Viecher sind wieder da. Das heißt, immer schön mit der Schrotflinte auf den Kopf zielen. Hallo? Ich habe eine Schrotflinte. Hallo? Ich habe eine Schrotflinte. Okay. Ja, wenn er mich nicht beachtet. Ich hasse es, von mir dann ignoriert zu werden. Nein, Spaß. Gottes Willen. Wie das klingt. Eigentlich gibt es nur einen Mann, der meine Aufmerksamkeit. Von dem ich Aufmerksamkeit möchte. So. Und meistens auch bekomme. Habe ich vergessen, euch zu erzählen. Letzte Folge. Habe ich ja angekündigt, dass ich da mal wieder was erzähle. Weil mir wieder eingefallen ist. Wegen meiner Umschulung. Ich habe jetzt angefangen, so schon für die Zwischenprüfung zu üben und so. Und habe jetzt so etliche Zwischenprüfungs. Oh, damals konnte man auch, glaube ich, die Herde looten. Moment, nach dem Schrottplatz da hinten. Da kam das Dingsgebäude. Erinnert ihr euch? Gut. Hey, ich habe doch jetzt den Schrottplatz gelootet. Was ist los? Ich muss irgendwo eine Kiste übersehen haben. Oder das war, weil ich weggegangen bin, weil jetzt wieder hergekommen bin. Schade. Oh, es wird Nacht. Ich weiß halt nicht, ob. Muss ich das vielleicht jetzt? Okay. Jo. Das war ein bisschen spät, aber auch so berechnet. Vielleicht muss ich wirklich hoch aufs Dach. Weil wie gesagt, damals war das so. Ja, dass oben auf dem Dach Sachen lagen. Ja. Ja, was habe ich gesagt? Genau. Und dort war es nämlich auch so. Dass man. Ui. Okay. Okay. Aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Also da hochkommen. Hier, das ist. Von da aus kann man da nicht rüberspringen. Kann man hier auf den Zaun und vom Zaun aus da hoch? Ha. Von hier innen geht nicht. Von hier würde es gehen, oder? Wenn man von hier. Ach komm. So und zack, auf den Zaun. Und von hier aus geht es dann nicht weiter. Ja, genau das war der Plan. Okay. Ah, das ist nicht gut. Der Nebel heißt, dass die Viecher kommen. Okay, gut. Basteln Sie das Lagerfeuer. Ich brauche gar kein Lagerfeuer basteln. Ich hab. Ihr habt doch eine Küche. Brauche kein Lagerfeuer. Dam, dam, da, dam. Wir laden mal nach. So. Ach so. Und ich habe ja vorhin angefangen zu erzählen. Bevor ich mich, ich habe von diesem komischen Spiel, das wir hier spielen. Ich meine, ihr guckt ja zu, um mir zuzuhören. Also wisst ihr, so, ich wollte ja wissen, was in meinem Wochenvlog passiert ist. Das tut mir leid. Ja, jedenfalls habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt die Prüfung schaffen würde. Also, ist vorbei, braucht gar nicht mehr lernen oder so. Nein, natürlich. Ja, man kann sich das halt natürlich nicht aussuchen, was für Fragen man bekommt und so. Und auch wenn ich so, also ich meine, ich würde es schaffen, aber ich bin da halt so schon so ein bisschen Perfektionist. Und die Zwischenprüfung, die Abschlussprüfung sind halt auch nur zwei verschiedene. Ach so, ich musste hier das zweite Storage bauen, weil wir keinen Platz mehr haben da drüben.
Joa, ist alles voll. Habt ihr es gesehen? Hier unten, das Ding ist fertig geworden. ja, wir müssen tatsächlich trotzdem leider jetzt das Lagerfeuer bauen. Auch wenn es gar keinen Sinn macht. Aber gut. Ich glaube, wir müssen das bauen, weil wir vorher. Können wir Schaufel bauen? Schere können wir bauen. Das können beim Kochen von Gegenständen helfen. Ja, genau. Genau. Ja, man kennt's. Man kennt's. So. Zünd, 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 zünd. Boah. Ich habe viel zu viele so. Da. Zündhölzer. So, Zündhölzer haben wir gebraucht. Was haben wir noch gebraucht? Wir haben hier Hammer wieder. Das komplette Provisorium haben wir gebraucht. Genau, gesehen und. Ja. Das Gesehen ist halt immer ganz wichtig, ne? Also das braucht man einfach. Zwei Components. Da muss ich auch nochmal gucken, dass ich das irgendwie sortieren kann. Ich glaube, man kann jetzt auch nicht mehr einlagern. Also, ich habe jetzt nur noch die beiden. So, und wenn die voll sind, dann ist einfach vorbei. Dann ist vorbei. Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr Lu. Ja doch. Eigentlich müsste ich Metallschrott und so unendlich farmen können. Müssen tun. Okay. Achso, ich wollte ja noch ein Lagerfeuer herstellen. So. Das machen wir mal auch hier. Herstellen. Lagerfeuer. Ach, es scheint egal wo, ne? Es geht nur dann darum, dass ich so das Lagerfeuer platzieren. So. Ach komm. Wir sind wieder da. Ich habe die Türen zu, oder? Ja, Gott sei Dank. Das wäre jetzt komisch geworden. Ach so, ich muss ja näher rangehen. Ich bin neu in dem Game. So, sehr schön. Nee, ich will es nicht benutzen. Ist es schön, dass es da ist? Schlafzeit. Doch, ernsthaft? Ach, Leute. Na, vielleicht, ich bewahre mal die Sachen auf. Vielleicht muss ich später noch was herstellen. Ein Schlafzelt muss ich bauen. Kann ich das hier? Kann ich das hier? Nee. Gut, ich kann das nicht abreißen. Oh, ich habe doch schon eins gebaut. Na gut. Was brauche ich zum Herstellen von der Schlafzelte? Brauche ich Stoff. Ja, wir machen mal ein Zelt, falls noch irgendjemand hier einziehen möchte. Dann kann er in dem Zelt schlafen. Wisst ihr? Ich meine, ich bin ja. Oh, ich brauche zwei Stoff, ehrlich. Ihr habt bestimmt geschrien. Selina, was machst du denn? Richtig lesen. Ja. Das war schon immer mein Problem. Übrigens, ich brauche eine Brille. Also, ich habe eine Brille. Ich habe auch einen Sehtest gemacht. Und der Sehtest hat ergeben, dass ich eine Brille brauche. Deswegen habe ich eine. Ich benutze die noch nie. Und jetzt habe ich mal auf Arbeit eine Brille angezogen. Weil ich irgendwie festgestellt habe, also teilweise ist es halt nicht so gut, ne? Also teilweise ist es nicht so gut. So, wir können das hier dann wieder zerlegen. Und ihr seht schon, da oben steht den Leuchtturm erkunden. Das machen wir dann. Auch das hier können wir zerlegen. Ja, wobei, es ist ein Baum eigentlich nicht mehr. Aber rohes Fleisch. Also das heißt, es wird wohl irgendwas geben, was wir hier. Irgendwas. Hatten wir hier nicht Gemüsesuppe? Nee. Beeren? Also es wird auf jeden Fall noch was geben. Okay, wir machen mal hier Kartoffeln. Die geben auch 20%. Aber wir hatten doch noch was gefunden. Wo ist denn? Was ist denn? Was ist denn mit dem anderen? Jetzt kann ich nur roh essen, oder was? Naja, schade. Ah, ich finde es auch schön, dass das Lagerfeuer einfach ewig brennt. Solche Lagerfeuer mag ich natürlich. Die sind mein allerbester Freund. Weil die gehen nicht aus, wisst ihr? Okay, wir gucken mal hier. Waffen. Da kann ich wahrscheinlich die Sniper herstellen.
Also, was brauchen wir? Drei Holzplatten, drei Komponent. Das ist auch, glaube ich, die letzte Werkbank. Ja, das hier können wir ja. Will be available next version. Also in der finalen Version wird es das geben. Ich finde es aber gut, dass er es schon mal einfach antesten lässt. Um halt auch einfach, also. Missversteht mich nicht. Es ist okay, wenn man halt diese die ganzen Early Access Dinger hat. Aber man muss halt immer dafür bezahlen. So, und da ist es halt nicht so. So. Stellt den Hungerwert um 50 wieder her, kann zum Kochen verwendet werden. Ich habe aber nichts gesehen. Ich bewahr's mal auf. Okay? Weil kann zum Kochen verwendet werden. Aber wieso haben wir auch nur eine Paprika? Wo ist die andere hin? Naja. So, Schere lassen wir hier, Schraubenzieher haben wir gesehen. Ach, das ist immer noch die erste. Ich wollte gerade sagen, ja, die zweite ist voll, die zweite ist voll. Wollt ihr schon, ne? Stress machen. Das können sie gut, die Frauen. Stress machen. So, geröstete Kartoffeln, die gesehen. Es tut mir leid. Ich werde es für immer ewig. Für immer ewig werde ich es lustig finden. Ich habe schon wieder irgendwo meine Schrotflinte reingeworfen. Ach ja. Da. So, dann brauche ich noch drei Bretter. Ach, da brauche ich auch die gesehen wieder zum Bauen, ne? Drei Bretter, da. Hey, da waren sie doch. Da. Holzlatten. Entschuldigung. Hier wären auch noch zwei gewesen. Also, manchmal frage ich mich, ob ich blind bin. Ich finde es mir schade, dass innerhalb der Base das nicht automatisch ausgerüstet wird. Wisst ihr, was ich meine? Oder nicht ausgerüstet wird, sondern dass es aus dem Lager gezogen wird. So, das wollte ich sagen. Das ist ein bisschen schade, aber ja. So, also, was haben wir hier? Pistolenmunition, Schrotflintenmunition, Scharfschützengewehr. Munition. Und Metallrohr. Ich denke mal, beim Leuchtturm finden wir dann das Gewehr und haben somit alle Waffen zusammen. Aber es gibt ja noch mehr Gemeinnisse. Gemeinnisse. Es gibt noch mehr Gemeinnisse, Leute. Geheimnisse zu entdecken. Glaube ich jedenfalls. Also, oh, ich weiß noch, warum mein Mann das so gefeiert hat. Der hatte hier für das Auto so Anhänger. Wisst ihr noch? Mit Lager, Schlafabteil und so. Oh, ich hoffe, das kommt wieder rein. Ehrlich. So, da haben wir Cooking Tools. Metall und Komponent. Okay. Drei Komponenten. Drei Komponenten. Gib mir drei Komponenten. Ich glaube, im anderen hatte ich auch noch Komponenten. So, dann habe ich. Oh, was habe ich noch gebraucht? Ey, ohne Witz, dieses Gehirn. Cooking Tools. Drei mit ein. Ja, egal, komm. Wir nehmen einfach. Wir nehmen einfach Sachen. Ja, weiß ich nicht. Habe ich gebraucht? Hab ich gebraucht? So, Melting Tools. Ja, die haben wir. Und dann Cooking Tools. Nice, die haben wir auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Das heißt, Leute, wir können kochen. Richtig leckere Sachen können wir jetzt kochen. Wenn wir natürlich die Sachen hätten. ja. Ach, wie die da draußen rumrennen und hier rein wollen. Und ich so, nö. Du, nö. So. Nein. Ey, was habe ich mit dieser Schrotflinte? So, als würde ich sie nicht mögen. Als würde ich jedes Mal sagen, Schrotflinte? Nee, will ich nicht. Nee. Schrotflinten sind nur einfach Abschaum für mich. So kommt es mir langsam vor. Okay, Metallschrott. Zu was kann ich das einschmieren? Ach, wahrscheinlich zu diesem Metall. Was? Man kann Metallschrott zu Metall schmelzen? Wo hast du das denn her, Selina? Ja, ich weiß, es wird immer später. Das ist doch, glaube ich, die letzte Folge. Dann gehe ich schlafen. Kennt ihr das? Wenn ihr
Einfach so drüber seid, übermüdet seid. Ist es schlimmer, als betrunken zu sein? Mal gucken, ob ich nach dem Schnitt die Folgen noch behalte. Also, falls ihr das seht, ja, bitteschön. Nein. Ich bin ja hier, um euch zu unterhalten. So. Ne? Das ist ja mein Anliegen an euch. Warte. Das ist mein Wunsch. Ja. Okay, speichern. Oh, teilweise. Siehst du das? Ich meine, ich weiß, dass sie vor dem Zaun sind, aber teilweise fühlt es sich halt echt so an, als wären sie hinterm Zaun. Okay, wir hätten uns vorher voll futtern sollen, ne? Okay, gut, wir haben ja eigentlich genug Essen. Dann, wie viel haben wir? Können wir noch, ne? Ja, sehr schön. Wir könnten sogar noch. Ja, komm, zwei Äpfel noch hinterher. Also, wenn man überlegt, was er jetzt an, also mengenmäßig gegessen hat, es ist nicht wenig. Oder? Also, ihr müsst euch das mal überlegen, was er jetzt gerade weggefuttert hat. Der hat einen kompletten. Ja, gut, der hat aber wahrscheinlich auch einen hohen Grundumsatz. Wenn man überlegt, was er so alles macht. Ah, gut. Gut. Dann sage ich jetzt nichts. So. Ich behalte die Flasche. Stimmt, war ja auch so. Na, stimmt. Hatte man nicht auch irgendwie wie einen Wasserwagen? War da nicht was? Ich glaube, wir hatten noch einen Wasserwagen. Irgendwas klingelt bei mir oben im Hirn. Oh, ich will es wieder haben. Aber es sieht jetzt nicht so aus. Ich würde auch gerne das Camp einfach umbauen. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier raus möchte. Der kommt halt von Tumbuktu. Einfach. Upsi. 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 Oh mein Gott. Wir haben das Tor zugemacht, oder? Ja, es sind keine mehr da. Ach Gott. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Also überhaupt bin. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Aber ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass man vielleicht in der Nacht drinne bleiben sollte. Oh. Es ist so, da kann ich euch nicht erklären. Also ich kann euch auch nicht erklären, wo das Gefühl herkommt. Aber ja. So ein bisschen habe ich das Gefühl, ne? Hast du der Boom, Boom, Boom? Hast du der EO? EO? Hello? Say something, I'm giving up on you. Dun, 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 dun. Ich sehe dich. Ganz genau. Für eine Flasche will ich jetzt nicht sterben. Bin ich ehrlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der fängt gleich an zu rennen, dann bin ich tot. Das ist der Ablauf. Hehe. Upsi. Hä, kann ich hier durchschießen? Komm her. Genau. Nee, nee, komm her. Genau hier. Genau hier. Genau dahin. Genau. Warte, warte. Genau hier hin. Schade, schade. Wir haben ja genug Munition, um das Auto zu probieren, du. Okay, alles klar. Aber wir haben ja auch sonst nichts mehr hier, was man irgendwie bauen könnte, oder? Wir haben jetzt. Nee, da drin haben wir alles gebaut. Das Einzige ist halt nur noch hier der Tisch. Der Tisch. Dafür müssen wir aber buddeln. Und das ist noch gesperrt. Also was haben wir jetzt noch? Das wird das Falsche. Okay, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch erkunde das Forschungszentrum. Erkunde den Leuchtturm jetzt erst. Dann erkunde das Forschungszentrum, finde den entkommenen Wissenschaftler. Oh, da ist jemand geflohen. Dünn, 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 dünn. Finde den Forschungsbunker. Oh, den Bunker, da erinnere ich mich dunkel dran.
Baue Gewächshäuser und ernte deine ersten Pflanzen. Erkunde das abgestürzte Flugzeug, jage wild, zerstöre 10 Signalsender, nimm alle Fotos auf, die im Log aufgeführt sind. Die Kirche. Ja, ach ja, ach ja, ach ja. Okay, das ist der Forschungsbunker. Das muss ich noch aufnehmen. Ach so, ach so. Okay, das ist wahrscheinlich gleich hier am Leuchtturm. Ah, da ist die Scheune. Ja, natürlich, natürlich. Das ist, glaube ich, die Militärbasis. Ja, das ist ja easy. Hä, wann haben die mich denn so erwischt, die Viecher? Da müssen wir ein bisschen schlafen. Na gut, Leute. Aber das werden wir dann nächste Folge angehen. Das mit den Fotos habe ich ja gar nicht beachtet. So, ich meine, ja gut. Kann man ja dann auch am Ende so gesehen machen. Ja. So. Moment, ich würde jetzt nochmal essen. Und dann würden wir dann nächste Folge gleich losziehen, oder? So, in die Vollen. Und los geht's. Spaß, Spaß, Spaß. Steigen Sie ein. Seien Sie dabei. Wenn es wieder heißt. Los geht's. Okay. Müssen wir mal gucken. Ja, Pillen will ich jetzt keine mitnehmen. Ha, komm. So. Ja, das mit dem, wie gesagt, Benutzung muss man erstmal noch sich dran gewöhnen. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht's dann wieder los. Bye, bye.